Du vergisst ständig, wo du deinen Autoschlüssel hinlegst. Und hat das was mit schlechtem Gedächtnis zu tun? Ich erkläre es dir in dieser Folge. Hallo, ich bin der Emanuel und in dieser Folge erkläre ich dir den Unterschied zwischen Aufmerksamkeit und schlechtem Gedächtnis. Kennst du das vielleicht? Du suchst deinen Autoschlüssel und hast total vergessen, wo du diesen Schlüssel hingelegt hast. Hast du vielleicht ein schlechtes Gedächtnis? Ich kann dich beruhigen, zu vergessen, wo man den Autoschlüssel hingelegt hat oder andere Gegenstände. Auch zu vergessen, was man denn jetzt gerade machen wollte. Das hat nichts mit Gedächtnis zu tun, sondern mit Aufmerksamkeit. Gedächtnis ist, wenn du dir Informationen abrufen möchtest, die du mal gelernt hast oder wenn du mal was gelesen hast und du versuchst, dich daran zu erinnern. Das ist Gedächtnis. Informationen abrufen. Aber wo ich den Autoschlüssel hin habe, das ist Aufmerksamkeit. Übrigens, daran scheitert es auch meistens mit dem Namen merken. Nicht, weil du vergessen hast, wie die Person heißt. Wie heißt denn deine Mutter oder dein Vater oder deine Geschwister, dein bester Kumpel, beste Freundin? Wie heißen die denn? Das weißt du. Hast du nicht vergessen. Aber wenn sich dir jemand vorstellt: Hallo, ich bin der Markus, die Beate, der Michael, die Jenny, was auch immer. Ja? Dann scheitert es meistens daran, dass wir nicht richtig zuhören, dass wir damit beschäftigt sind, unseren Eigennamen zu sagen, dass wir den Namen nicht verstehen, dass wir ihn im Gedanken nicht wiederholen, dass wir einfach nicht mehr drüber nachdenken, wie die Person heißt. Deshalb merken wir uns keine Namen. Aber nicht, weil wir die Namen vergessen, sondern weil wir mit der Aufmerksamkeit nicht richtig da sind und uns die Namen erst gar nicht einspeichern. Und so ist das mit dem Schlüssel. Du legst deinen Schlüssel gedankenverloren ab. Ja? Wenn du dir wirklich einprägen willst, wo lege ich diesen Schlüssel ab? Dann machst du dir bewusst, ich lege diesen Schlüssel jetzt hier auf diesen Sessel. Und dann weiß ich ganz genau, dass der da ist. Wenn ich dann rausgehe, dann weiß ich, der Schlüssel ist auf dem Sessel. Glaubst du, du weißt, wenn du das Haus verlassen möchtest, dass der Schlüssel auf dem Sessel liegt? Ja, zu 99,9%iger Wahrscheinlichkeit. Aber wenn du ihn gedankenverloren irgendwo ablegst, dann kann es natürlich sein, dass du deinen Schlüssel nicht findest, weil du in Gedanken mit irgendwas anderem beschäftigt warst. Das ist eine Nebenhandlung. Also hat es nichts mit Gedächtnis zu tun, sondern mit Aufmerksamkeit. Und dann habe ich auch einen Tipp, wie du dir trotzdem merken kannst, wo du deinen Autoschlüssel ablegst oder andere Dinge. Ich habe da draußen, gleich wenn ich reinkomme, im Hausgang einen Schlüsselkasten. Also so ein Schlüsselbrettchen mit so Haken dran. Da hängt der Schlüssel immer. Oder vielleicht hast du eine Kommode im Hausgang, im Flur. Dann leg doch einfach, mach es dir zur Gewohnheit, dir jedes Mal deine Schlüssel oder dein Geldbeutel auf dieser Kommode abzulegen. Ein Routineort. Und du wirst ihn nie wieder suchen. Weil du ja weißt, du legst den immer da ab und da wird er immer liegen, der Schlüssel, der Geldbeutel oder was auch immer. So einfach ist das. Der Unterschied zwischen Gedächtnis und Aufmerksamkeit. Warum finde ich meinen Autoschlüssel nicht? Weil ich ein schlechtes Gedächtnis habe, sondern weil ich ihn meistens ohne Aufmerksamkeit ablege. Ich hoffe, diese kurze Folge war ein kleiner Eye-Opener und wir sehen uns bald wieder. Lass mir gerne einen Kommentar da, ein Abo, wie sagt man so schön, drück die Glocke und dann sehen wir uns in der nächsten Folge.